Vielleicht ist dir der Wettlauf ums All zwischen Russland und den USA bekannt. Beide wollten die Ersten dabei sein, einen Menschen in den Weltraum zu schicken. Weißt du, wer gewonnen hat? Hier sind die Geschichten des ersten Menschen im Weltraum und vom ersten Kosmonauten, der vom All herabstürzte. Gib dem Video den Daumen hoch, dann wissen wir, dass du es dir anschaust. Stell sicher, unseren Kanal zu abonnieren. Juri Gagarin. Sein Name hat dir wahrscheinlich schon verraten, woher er kam. Juri wurde am 9. März 1934 in dem kleinen Dorf Klusino geboren, das 160 Kilometer westlich von Moskau liegt. Der Sohn eines einfachen Zimmermanns und einer Milchmagd hatte keine unberührte Kindheit und vor allem kein einfaches Leben. Das Dorf wurde 1941 von Nazi-Deutschland besetzt und seine Brüder und Schwestern wurden in Arbeitslager verschleppt. Juri schaffte trotzdem eine Lehre zum Gießer in einem Stahlwerk. Er machte parallel eine Ausbildung zum sowjetischen Luftkadetten, wo er das Fliegen lernte. 1955 machte er einen Abschluss zum Diplom-Gießereitechniker an der Technischen Universität. Im gleichen Jahr bestand er die erste Flugprüfung und trat der sowjetischen Luftwaffe bei. 1959 wurde er zum Oberleutnant befördert. Das Raumfahrtprogramm der Sowjetunion suchte das Jahr darauf nach potenziellen Astronauten. Nach langem Abwägen und strengen Kriterien wurde Juri zusammen mit 19 anderen als mögliche Piloten ausgewählt. Es folgten harte psychologische und physische Tests. Beispielsweise mussten die Männer in eine große Zentrifuge, um sich auf die G-Kräfte beim Start vorzubereiten. Am Ende blieben nur 6 Personen übrig, darunter Juri. Aus den 6 verbliebenen Kandidaten wurden Juri und German Titov ausgewählt. Weißt du warum? Klar, sie hatten die besten Testergebnisse, aber vor allem waren sie auch nicht gerade groß. In der Raumkapsel war wenig Platz und alle ausgewählten Männer waren etwas kleiner. Juri war nur 1,57 groß, der perfekte Kandidat für die Mission. Manchmal ist es ein Vorteil, nicht so groß zu sein. Zwischenzeitlich arbeiteten die Russen hart daran, es technisch zu ermöglichen, der Gravitation der Erde zu entgehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg brach der Kalte Krieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten aus. Der Wettlauf ums All war ein wichtiger Teil davon. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die USA viele Wissenschaftler aus Deutschland aufgenommen. Manche hatten auch mit den Nazis zu tun gehabt. Aber sie sollten den Amerikanern nun bei ihrem eigenen Weltraumprojekt einen Vorsprung verschaffen. Als die Russen am 4. Oktober 1957 Sputnik 1, einen Satelliten, in die Erdumlaufbahn brachten, gerieten die Amerikaner in Panik. Wie konnten ihnen die Russen so weit voraus sein? Sie drohten, das Rennen zu verlieren. Mit Ach und Krach starteten auch sie erfolgreich den Erdsatelliten Explorer 1, 4 Monate später. Nun ging's ans Eingemachte. Das erste Lebewesen sollte ins All geschickt werden. In Sputnik 2 wurde Hündin Laika von den Russen zu den Sternen geschossen. Leider überlebte sie die aufregende Reise nicht. Sie starb kurz nachdem sie den Weltraum erreichte an Überhitzung und Stress. Ihre Nachfolger Belka und Strelka kamen 1960 lebend zurück zur Erde. Die Amerikaner schickten 2 Schimpansen ins All und Russland beförderte sogar eine Schildkröte in den Orbit des Mondes. Wir glauben kaum, dass die Tiere alle freiwillig in die Rakete gestiegen sind. Jetzt war es an der Zeit, einen Menschen ins All zu schicken. Auch hier waren die Russen erneut Vorreiter. Juri Gagarin war der erste Mensch im Weltraum. German Titov war der Ersatzmann. Die Vostok 1 wurde ohne Countdown ins All befördert. Der dramatische Countdown wurde erst später von den Amerikanern eingeführt. Kaum flog die Rakete los, war Juri der erste Mensch, der unsere kleine blaue Kugel aus der Ferne sah. Das ist vermutlich unvorstellbar. Hättest du mit ihm tauschen wollen? Die Rückreise verlief gut, auch wenn Juri das Raumschiff vorzeitig per Fallschirm verlassen musste, da es zu schlackern begann. Er landete sicher auf einem Feld und war auf einen Schlag ein Held, der erste Mensch im Weltraum. Auch wenn Juri beinahe im freien Fall auf die Erde rauschte, war sein Flug wesentlich langsamer als der von Wladimir Komarow, von dem wir dir jetzt erzählen. Wladimir Komarow. Seine Geschichte ist etwas trauriger als die von Juri. Genau wie er wollte er Pilot werden. Schon in seiner Jugend sammelte er Fotos und Zeitschriften über Flugzeuge. Er besuchte die Schule und dann die Universität.
1949 wurde er endlich als Pilot bei der sowjetischen Luftwaffe eingestellt. Sein Traum war wahr geworden. Er machte Karriere und war wie Juri bei den 20 auserwählten Männern für das Weltraumprojekt. Wladimir wurde jedoch nicht genommen. Er war bereits zu alt und auch ein wenig zu groß, selbst wenn er viel Erfahrung hatte. Nichtsdestotrotz blieb Wladimir im Programm und wurde ein guter Freund von Juri. Wladimir wurde von seinen Kollegen respektiert und als sehr intelligenter, netter und auch lustiger Mann beschrieben. Umso schlimmer war, was später passierte. Mit dem Start von Voschod 1 erhielt Wladimir die erste Chance, ins All zu fliegen. Die Mission war ein Erfolg. Die Besatzung führte alle möglichen medizinischen und navigatorischen Tests durch. Sie sahen wunderschöne Nordlichter aus dem All. Nach 24 Stunden kehrten sie zur Erde zurück und Wladimir erhielt eine besondere Auszeichnung. Aber es war Wladimirs letzte erfolgreiche Reise. Bei der nächsten Mission mit der Sojus 1 lief etwas schief. Eigentlich war das ganze Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt. Zunächst hatte das Schiff technische Probleme. Teams inspizierten insgesamt 203 Fehler. Übrigens, wusstest du, wer der Ersatzpilot für die Sojus 1 war? Du kennst ihn, Juri Gagarin. Es hätte genauso gut ihn treffen können. Sowohl Wladimir als auch Juri hatten die Probleme mit der Rakete mehrmals bei ihrem Vorgesetzten Leonid Brezhnev angesprochen. Aber Leonid wollte mit dem Projekt die russische Propaganda durchsetzen und ignorierte alle Beschwerden. Die Sojus 1 sollte 1967 ohnehin ins All fliegen, um den 50. Jahrestag der Oktoberrevolution zu feiern. Juri hatte sich als erster Pilot angeboten, aber Wladimir bestand darauf zu fliegen. Als ob er seinen Freund Juri lieber nicht auf die gefährliche Mission schicken wollte. Und so wurde Wladimir am 23. April 1967 in einer Rakete ins All geschossen mit allen technischen Mängeln. Sobald Wladimir abgehoben hatte, begannen die Probleme. Eines der Solarpaneele wollte sich nicht ausklappen. Dadurch fehlte die Energie für das Steuerungssystem. Er umkreiste die Erde und, weil die Ortungsdetektoren nicht richtig funktionierten, konnte Wladimir das Schiff nicht richtig steuern. Wegen der Komplikationen wurde die Mission abgebrochen und Wladimir sollte einfach so schnell wie möglich zurückkommen. Er begann den Sinkflug, aber beim Eintritt in die Erdatmosphäre versagte das Fallschirmsystem des Shuttles. Er war viel zu schnell. Die Kapsel fing Feuer und er stürzte mit der Geschwindigkeit eines Meteoriten auf die Erde. Der Aufprall war gewaltig und so heftig, dass Wladimir sofort starb. Als man das Wrack und die Überreste des Schiffes fand, war Wladimirs Körper vollständig verbrannt und nur noch 30 cm breit und 80 cm lang. Es war praktisch nichts mehr von ihm übrig und er war gerade erst 40 Jahre alt. Wladimir Komarow war der erste Mensch, der während einer Weltraummission starb. Sein Tod war ein großer Schock für die Welt. Ein Kollege und Freund sagte Folgendes über Wladimirs Tod. Für die Pioniere ist es immer schwieriger. Sie betreten unbekannte Pfade und diese sind nicht gerade. Sie haben scharfe Kurven, Überraschungen und Gefahren. Doch wer diesen Weg einschlägt, will ihn nie verlassen. Ganz gleich, welche Schwierigkeiten oder Hindernisse es gibt, um einen solchen Mann von seinem Ziel abzuhalten, sind sie zu schwach. Solange das Herz eines Kosmonauten schlägt, wird er das Universum herausfordern. Wladimir Komarow war einer der ersten auf diesem gefährlichen Weg. Wladimir erhielt vom Staat ein Ehrenbegräbnis. Seine Asche wird im Kreml aufbewahrt. Juri war schrecklich traurig über den Verlust seines Freundes. Er gab ein riskantes Interview, bei dem er die Mission deutlich kritisierte. Und das bringt uns zurück zu Juri, der nicht wusste, dass ihm etwa ein Jahr später fast dasselbe Schicksal drohte. Bei einer Routineübung in einem MiG-15-Kampfflugzeug geriet Juri mit seinem Ausbilder Wladimir Serugin in Schwierigkeiten. Ein weiteres Flugzeug hatte in unmittelbarer Nähe gerade die Schallmauer durchbrochen. Der massive Knall ließ Bäume in der Nähe zerbersten und Juris Sicht wurde behindert. Der Höhenmesser fiel aus und Juri und sein Co-Pilot wussten nicht, dass sie zu nah am Boden waren. Sie stürzten ab und keiner von ihnen überlebte. Wir werden nie erfahren, was sowohl Wladimir Komarow als auch Juri Gagarin in ihrem Leben noch erreicht hätten. Aber ihre Namen leben in den Geschichtsbüchern weiter. Kanntest du schon einen der beiden Männer?
Das ultimative Ziel des Weltraumwettlaufs zwischen den beiden Supermächten war letztlich der Mond. Beim ersten Menschen auf dem Mond gingen die Vereinigten Staaten schließlich als Sieger hervor, als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch einen Fuß auf ihn setzte. Erinnerst du dich an seine Worte? Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Ein monumentaler Augenblick. Wir würden gerne hören, was du von dieser Geschichte denkst und warum du in den Weltraum fliegen würdest. Vergiss auch nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Dann wissen wir, dass wir weiterhin diese Videos für dich machen sollen. Wenn du die Benachrichtigungen einschaltest, wirst du nie wieder ein Video verpassen.